Gut, liebe Zuschauer, zum Tiki-Taka-Talk Nummer 11. Heimspiel auf der Platte, das letzte Spiel des Jahres 2016 in der Jeder darf jeden mal schlagen Kreisoberliga Main-Taunus. Die Gäste der SPVGG 07 Hochheim, Tabellen 14. gegen Rupsch 13. Ein spannendes Spiel darf erwartet werden. Und unser glorreicher SV Robertsheim brannte in der ersten Hälfte ein wahrhaftiges Feuerwerk ab. Unsere Redaktion musste 47 Szenen rausschneiden, ansonsten wäre dieses Video in Spielfilmlänge geendet. Erste Szene, Volpi mit dem angetäuschten Kopfball. Und fortan kamen die Gäste aus Hochheim gar nicht mehr aus ihrer Hälfte hinaus. Exzellentes Gegenpressing, klasse Defensivarbeit und wunderschöne, fantastische Passstaffetten in die Box hinein. Hacibulic auf Thoma, der auf Bianco, der wieder auf Hacibulic und der Aldin lässt den Ball super prallen auf Magic Mark Thoma, der die Pille wunderschön im Winkel versenkt. Schönes 1:0, schöne Frisur, schöne Kombination und weiter geht's. Über rechts. Mati Rang legt auf, einstudiert auf Hacibulic, der mit seiner linken Klebe ins rechte untere Eck. Tolles Tor und auch hier der einstudierte super süße Jubel. Bereits eine Minute später dann Rang zu schnell für die Kameramänner, zu schnell für die gegnerische Abwehr, aber zum wohlverdienten 3:0 Führungstreffer für die Gastgeber in Lila. Und ich weiß nicht, wie viele Standardsituationen es insgesamt waren. Irgendeine arabische Zahl mit 7, aber der gegnerische Tormann hält spektakulär. Im Gegenzug dann die erste und einzig wirklich nennenswerte Torchance der Gäste aus Hochheim. Aber so richtig gefährlich sieht anders aus. Und die letzte Rakete der ersten Hälfte zündete wiederum Platirang nach schöner Vorarbeit von Leonardo Bianco. 4:0 heißt es zur Halbzeit und dementsprechend kann man auch mal ganz gemütlich 2 bis 4 Gänge zurückschalten und den Gästen aus Hochheim zum 1:4 Anschlusstreffer verhelfen. Aber kein Problem, wir haben ja den Wachmacher, den Wecker, den Mann mit der exzellenten Schusstechnik, Marcello Volpi im Team. Und exzellente Schusstechnik kann auch Kemper, dieses Brett unnachahmlich. Im Gegenzug mal wieder die Hochheimer, mal wieder brandgefährlich, aber Büttner ist zur Stelle. Und dann ganz kurz vor Schluss, Aldin Hacibulic, Freistoß Nummer 47, findet den Kopf von Bianco und der netzt ein zum 5:1 Endstand. Die Stellia TV-Redaktion meint, diese Leistung war der Kreisoberliga mehr als würdig. Aber unsere Expertenmeinung lassen wir uns gerne nochmal von den Rupscher Uranalysten Kott und Hermann bestätigen. In diesem Sinne sagen wir schon mal tschö, stay lila und frohe Weihnachten. Zum Spiel, es war also ein schwaches Spiel, würde ich sagen, eines Kreisoberliga-Spiels unwürdig, aber die 3 Punkte waren wichtig für die Wettzeit. Aber mit der Runde kann man zufrieden sein, außer 3 Spiele, die unwürdig waren. Kelkheim, in Kelzerbach, Schwalbach. Und Schwalbach hier daheim, sagen wir noch. Gute Spiele? Fast alle haben wir unser 100% gebracht, wo die Mannschaft bringen kann. Ja. Das war's. Vielen Dank. Alles klar. Frohe Weihnachten. Ja, wünsche ich euch auch. Ja.